Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal zeigen, was ich Tolles zu Weihnachten bekommen habe von meiner Familie, beziehungsweise auch tolle Geschenke von meiner Frau. Da fange ich einfach mal ganz unkompliziert an, ohne große Worte. Zuallererst, das finde ich mega cool, ist so eine Moneybox, also eine Sparbüchse. Und das Geile ist, man legt hier im Prinzip eine Münze drauf. Und wenn ich das jetzt mache, kommt hier im Prinzip das Kätzchen raus und krallt sich diese Münze. Ey, mega cool. Finde ich wirklich klasse. Und also hier unten hat man auch die Möglichkeit, das Ding aufzumachen, beziehungsweise auch auszuschalten. Und ich finde das echt einfach nur genial. Macht auf jeden Fall Spaß, hier Geld reinzustecken oder draufzulegen. Ich kann es jetzt nicht testen, weil mein ganzes Geld hat die Katze geklaut. Von daher, ja, das war das eine Geschenk. Dann kommt direkt das nächste. Das, ja, machen wir das hier. Und zwar, ich werde nächstes Jahr Vater oder wir werden Eltern. Und dann habe ich das hier von meiner Frau bekommen. Also im Prinzip eine Anleitung. Wo ist der Kopf? Oder wo muss der Kopf hin? Wo muss der Arm hin? Papa, du schaffst das. Was ist die Vorderseite? Hier auf der Rückseite steht nichts. Aber hier ist die Vorderseite. Da ist das linke Bein, das rechte Bein und öffnen und schließen. Finde ich auch richtig cool. Und bin mal gespannt, ob ich das dann mit dieser Anleitung hier schaffe. Wir sind jetzt am Überlegen, ob wir das Ganze einfach über unseren Wickeltisch im Bad hinhängen, also im Prinzip so an die Wand. Oder ob wir hingehen werden und einfach sagen, nö, das Baby darf das Ding tragen oder eben an die Wand, damit ich immer schön eine Anleitung habe, um diese Buddies zu falten oder anzubringen. Genau, also finde ich auch richtig klasse. So. Oh, nee, blöde Katze. Sie aktiviert. Dann habe ich etwas bekommen und zwar ein Geldbeutel von Slim Puro. Damit ihr seht, wie das aussieht. Das ist im Prinzip dieser Geldbeutel. Der ist so dünn. Also es ist eigentlich kein Geldbeutel. Wir sehen das mal gleich. Moment, ich versuche es mal auszupacken. Ich werde davon, wenn ich dazu komme, natürlich ein Video machen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise zeigen, dass es eben nicht funktioniert. Also im Grunde hat man das hier. Ich lege mal die Karte weg. Im Grunde hat man diese. Das sind so die Elemente. Ich habe hier die eine Ablage. Da kommt dann so ein Münzfach hin. Das funktioniert in der Praxis überhaupt nicht. Dann lege ich im Prinzip die ganzen Karten drauf und dieses Fach kommt oben drauf. Und dann wird im Prinzip nur noch das Gummi drum gemacht und dann, so die Theorie, soll es möglich sein, jederzeit auf all seine Karten zugreifen zu können. In der Anleitung steht 4 bis 16 Karten. Ich habe aktuell 13 Karten reingesteckt und das funktioniert einfach hinten und vorne nicht. Ist ein bisschen schade, aber so ist es einfach. Es ist ein bisschen schwierig, den Geldbeutel zu kaufen, weil ich einfach viel zu viele Karten habe und dadurch der Geldbeutel sehr, sehr dick wird. Und ich bin eher der Kartennutzer, ich mag das nicht mit dem Bargeld, aber da wir ja immer noch in Deutschland wohnen und der Dönerladen um die Ecke eben nur Bargeld akzeptiert, muss man eben auch mit Bargeld durch die Gegend rennen. Also was man noch sagen kann ist, eigentlich kommt immer nur ein Gummi drumherum, also hier über die Mitte. Und dann kann man das Geld in das Gummi im Prinzip einlegen und dann soll es angeblich fest sein. Ich habe auch schon gelesen, dass welche Münzen verloren haben, dass das Geld da nicht fest ist. Ja, also sagen wir so, ein guter Geldbeutel ist was anderes. Aber es war ein Versuch wert, von daher, der kommt definitiv weg. Dann hat mir meine Frau auch ein Mikrofon geschenkt. Finde ich eigentlich ganz cool, aber jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, warum hat er es denn nicht dran, sondern dieses hier? Das liegt ganz einfach daran, dass das Mikrofon im Hintergrund irgendwie ein Fiepen hat. Jetzt kann es natürlich sein, dass es einfach in dem Fall ein Problem ist. Da müssen wir jetzt mal den Hersteller anschreiben, beziehungsweise den Händler, dass da eben das Fiepen drauf ist und man es so gar nicht wirklich nutzen kann.
So, und jetzt komme ich, jetzt bin ich wirklich unentschlossen, was das bessere Geschenk ist. Ich habe jetzt nur noch zwei da, beziehungsweise drei, aber die nächsten zwei, die ich zeigen werde, sind von meiner Frau. Und da bin ich unentschlossen, was das geilere Geschenk ist, muss ich ehrlich sagen. Von da, mit was fange ich denn an? Ach komm, ich fange erstmal damit an. Denn da ich ja gerne und öfters streame, finde ich das richtig cool und es ist einfach nur mega hilfreich. Ich habe das Stream Deck bekommen. Ey, ihr glaubt es nicht, es ist so unfassbar geil. Ich kann da Sachen einblenden und ausblenden, nur durch ein paar Knöpfchen. Also es ist jetzt nicht so, dass da Hotkeys simuliert werden, indem ich sage, ach ja, Steuerung Alt und 5 ist folgende Taste, sondern es kommuniziert wirklich dann in dem Fall mit OBS Studio, mit dem ich auch hier das Video aufzeichne. Und dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, diese Aufnahme hier mit einem Knopf zu stoppen. Er zeigt mir an, hier Record läuft. Wenn ich jetzt draufklicke, dann wird das Ganze im Prinzip gestoppt. Und das Icon verändert sich. Ich habe schon ein paar Clips in meine Streams hinzugefügt, die ich dann einfach starten kann. Wie damals Stefan Raab mit seinem Board, wo er dann Puller-Alarm oder was auch immer hatte. So ähnlich ist das. So kann man sich's vorstellen. Finde ich ja richtig klasse. Und jetzt das nächste Geschenk von meiner Frau. Ihr werdet es vielleicht schon im Hintergrund gesehen haben. Hier habe ich bestimmte Spiele. Das ist genau für diese Konsole. Und zwar eine Nintendo Switch. Und in Grau. In Grau finde ich sehr ultra schön. Das blau-rote ist nicht so geil. Wobei, ganz ehrlich, in Grau ist es schön, in blau-rot auch. Aber meine Frau, die möchte das Ding nicht in blau-rot. Deshalb habe ich es dann in Grau bekommen. Finde ich echt schön schick und angenehm und ist richtig geil. Von daher hat mich ultra gefreut, dass ich das bekommen habe. Und natürlich, wir hatten ja Feiertage. Diesmal Weihnachten auf den Sonntag, Montag, Dienstag war dann Feiertag. Natürlich hat mir meine Frau keine Spiele dazu gekauft, denn ich soll sie mir ja selber aussuchen. Also hatte ich die, konnte ich mir die nächsten Tage im Prinzip die Switch angucken. Gott sei Dank gab es eBay Kleinanzeigen. Dort habe ich mir dann Super Mario Odyssey gekauft und eben heute, also vor einer halben Stunde ungefähr, habe ich dann Mario Kart Deluxe bekommen. Das werde ich jetzt des Öfteren streamen. Und es macht ultra Spaß von da. Richtig cool. Oh so, dann stelle ich mal das dahin. So, was habe ich noch bekommen? Da hat meine Frau, meiner Mutter dann den Tipp gegeben. Und zwar, oh, passt das ins Bild? Eine Fritteuse. Ich hatte noch nie eine, ich wollte schon immer mal eine. Und von daher bin ich mal gespannt. Eigentlich sollte ich jetzt mal langsam an eine Diät denken, aber mit einer Fritteuse lässt sich die Diät leichter überleben. Von daher ist schon okay. Nee, und richtig cool, richtig genial. So, das waren jetzt meine Geschenke und jetzt komme ich zu den Geschenken, die ich jetzt meiner Frau geschenkt habe. Und zwar ein Brother-Etikettiergerät, P-Touch Cube. Das wollte sie schon immer haben, beziehungsweise sie wollte generell ein Etikettiergerät. Und dann habe ich einfach mal gesucht und habe diesen Brother P-Touch Cube gefunden. Und der ist ganz cool. Da kannst du mit deinem iPad, iPhone, was auch immer oder Android-Device, kannst du dich verbinden, lädst die App und kannst am Handy dann im Prinzip, hier sieht man es, deinen Namen wählen. Warte mal, wenn das jetzt, ja genau. Kannst du einen Namen für das Etikett wählen und dementsprechend hast du da dann die Möglichkeit sogar zu gestalten mit Symbolen und und. Also wirklich cool, hat sie sich gefreut. Das finde ich mega klasse. Und dann, was habe ich hier noch geschenkt? Boah. So, oh, jetzt hat man schon gesehen, verdammt. Naja. Und zwar habe ich ihr ein HP geschenkt. Ja, jetzt sehe ich das Bild nicht mehr. Da bin ich, ja, genau. Ein HP habe ich ihr geschenkt. Und zwar ein Envy X360, sprich so ein 360-Grad-Laptop. Das war nötig, denn über ihren Sony-Laptop hat es wirklich gekotzt.
Der wurde einfach langsam und langsam und langsam. Und dann habe ich ihr einfach mal diesen Laptop geschenkt. Und bei meiner Mutter eben das gleiche mit ihrem Laptop. Und da sie des Öfteren auch mal Videos aufnehmen möchte, habe ich gedacht, komm, schenk sie ihr einfach den gleichen. Also bin ich hergegangen, habe zwei davon gekauft und entsprechend geschenkt. Mit meinem Onkel habe ich dann das iPad geschenkt. Da habe ich jetzt keine Packung da, weil es eben zu Hause liegt bei ihm. Es war einfach notwendig, dass er mal ein schönes Tablet hat. Ja. Oh, und ein Geschenk habe ich jetzt noch vergessen. Und zwar habe ich das von dem Onkel meiner Frau bekommen. Und ich glaube, man traut mir sehr, sehr viel zu, wenn es um Babys geht. Deshalb habe ich ja diesen Buddy da bekommen oder keine Ahnung, wie man das nennt. Und ich habe dann auch noch eine Baby-Betriebsanleitung erhalten. Richtig gut. Und es ist jetzt nicht so, dass das nur für mich ist, sondern meine Frau kann es auch nutzen. Und was ich richtig cool finde, ist eben, es gibt dann hier eine Garantie. Diese Gebrauchsanweisung kann keine Garantie für ihr Baby abgeben, bla bla bla. Dann noch ein Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun alle Instruktionen und und. Hier regelmäßige Inspektion. Und ich finde es einfach nur richtig klasse. Von daher, ja, das waren so meine Geschenke. Was habt ihr so bekommen? Gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Fragen zu bestimmten Geräten habt, dann ebenfalls in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.